Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exoszockte Bus Simulator 18. Hier bei der Firma Strömling. Wir halten den Verkehr im Fluss. Wow, was für eine Ansage. Ja, wir haben jetzt ja eine neue Strecke, die Perpedes und so weiter, also die Wanderstrecke sozusagen. Das ist die B1-Strecke. Und die B1-Strecke werden wir natürlich heute direkterweise fahren. Und zwar sollen wir die, ich werde es euch das hier mal anmachen, wir sollen die natürlich mit 5 Leute haben. Die haben wir eingestellt, 5 Busse haben wir auch gemacht. Und wir sollen die auf mindestens Level 6 bringen, die Strecke, also auf diese Strecken. Und wir sollen sie im sogenannten, die sollen wir in Rundfahrmodus fahren. Da müssen wir aufpassen. Die ist auch im Rundfahrmodus und die ist im Loop-Modus. Da müssen wir ganz hier aufpassen. Also, die ist jetzt im Rundfahrmodus. Ja. Im Rundfahrmodus. Okay, generiere Profit und Rundfahrmodus. Okay. Das heißt, die werden wir jetzt im Rundfahrmodus fahren. Rundfahrmodus. Das heißt, wir machen den Rundfahrmodus an. Dann geht der Loop automatisch aus. Also, man kann nicht beides machen. Es geht nur eins. Es geht tatsächlich nur eins, 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 eins. So, wir machen da mal eine Nachtfahrt daraus. Das ist jetzt für die Liebenden unter euch, die gerne dann nachts gerne mal irgendwo hin wollen. Ja, machen wir mal Fahrt starten. Schubidubidu. Sehr schön. Machen wir mal einen Retarder an. So, dann haben wir den Retarder retardiert. Und fahren dann DirectX mal los. Und da vorne haben wir dann natürlich gleich unseren ersten Halt. Nächster Halt, Peacekogel Grange. Peacekogel Grange, da haben wir einen. Hallo schön. Guten Abend, ihr lieben Liebenden. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Sollst du bekommen. Einmal einzeln, einmal Standard und einmal Menge 1. Danke sehr. Sind 280. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Einmal Tag, einmal Standard. Danke. Und passend. 21, 22, 23. So. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Wanderstiefel Street. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Ihr wisst ja warum. Hier gibt es tausende. Boah. Tut mir immer leid, die Senioren, leiser. Die hören schlecht. Immer die Senioren hier. Aber über die Jugend meckern. Hm? Und uns geht die Zeit flöten darum. Hä? Da wird wieder gemeckert, dass ich zu spät bin. Hast du den Herd ausgemacht? So. Ja, es wurde gedrückt, da möchte jemand dann raus. Ja. Das hat gut geklappt gerade noch. Bin auch nicht unter Druck gesetzt hier, ne? Genau, Wanderstiefel Street. Okay, wer will? Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, habe ich mir fast getagt. Student, Menge 1. 460. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten. Einmal bitte. Woche, einmal Senior, einmal 2, einmal raus. Sind 2. 21, die Wiederholung 22, von Staffel 15 von Winter der 23, Leidenschaft hat so viel guck. Von der aktuellen Handlung enthüllt. So. Passt, wackelt, hat Luft. Gutshof, Reichjäger. Gutshof, oh oh. Ah, dieses Schlagloch, das killt mich immer. Ich glaube, das haben wir noch nie ausgewichen, oder? Bin mir nicht so sicher. Dann müsste ich direkterweise überlegen, sind wir dem mal schon ausgewichen oder nicht? Bin mir da gerade sehr unschlüssig. Eine Minute noch was. Von der Zeit sieht das gut aus.
vorne haben wir gleich die Haltestelle. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Reichjäger. Genau pünktlich. So, werte Damen, Herren, bitte mal eingestiegen. Auch hier in der Nacht. Eine Fahrkarte bitte. Ja, sollst du bekommen. Also, einmal einzeln, einmal Student, einmal Menge 1, dann mal raus damit. Das sind... Oh Gott! Danke. So. 21, 22, 23... Wie war das noch gleich? Nächster Halt, Steineck, Kirche. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Gruyère. Es ist immer Gruyère. Es war immer Gruyère gewesen. Mein Gott, Walter. Ey. Es war immer Gruyère. So, da vorne haben wir dann gleich die nächste Haltestelle. Da ist er auch schon. Nächster Halt, Steineck. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten See. Wohin geht's jetzt? Ja, wohin geht's jetzt? Gute Frage. Okay, irgendwie will keiner. Boah, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ist das überhaupt der richtige Bus? Keine Ahnung, ob's der richtige Bus ist, aber du kommst ganz schön außer Atem, junger Herr. Sehr gut, jetzt machen wir mal weiter. Ist eine sehr knappe Strecke von der Zeit, weil obwohl ich jetzt gar nicht so viel rumhämpel oder so, es ist immer ganz schön knapp hier. Warum ist die hier so knallig eng, ja? Gib mir hier richtig Mühe mit dem Fahren, also zeitmäßig. Das ist der Witz gerade. Sind wir schon wieder im Minus, wie ihr seht. So, was los? 21, 22, 23, 24, go. Ja, will keiner rennen. Wenn jetzt einer meckert, dann giss ich ruf nicht. Nächster Halt, Steineck, Ost. Steineck Ost. So, das sind 30 Sekunden. Spannende Zeiten hier, muss ich sagen. Bei der Einstrecke fahre ich schon 6 Minuten zu viel. Also, dass ich zu viel auf dem Konto habe. Und hier, ey, ja, also ganz sehr pünktlich, eng. Danke. Perfektes Timing, also wie ist denn etwas? Na. Okay, will keiner. Na, das ist es. Nächster Halt, Steineck, West. Ja, da war das Schlagloch, dem musste ich so ausweichen. Ich werde sowieso bestimmt noch das eine oder andere Schlagloch erwischen. Ich drauf wetten. So, dann mache ich eine Wendung, wie man sieht, da hinten. Dann geht es die Strecke zurück. Das ist nämlich dann der Rundverkehr, nicht der Loopverkehr. Das ist dann der Unterschied dazwischen. Soweit ganz gut eigentlich. Ich kann mich gerade nicht so großartig beschweren. Es funktioniert. Eigentlich hätte man diese Strecke, diese Haltestelle noch mitnehmen können. Kommst gar nicht so lustig rüber. Keine Ahnung warum.
Oh, beinahe hätte ich hier noch weitergefahren. Hätte ich beinahe wieder eine Ehrenrunde gedreht. Hm? Ich hier fand ist die Ziege eine Menge Ende Verkehr der letzten Folge gerade von Winter los. Der etwas daneben. Warum ist hier so viel los hier gerade? Wer weiß. So, einmal hier schön sauber rum. Dann müssen wir gleich da nochmal rum und dann geht es wieder nach rechts und dann sind wir wieder auf Strecke. Haben wir eine Zeit jetzt? 10 Minuten? Ja, plus Anmoderationszeit. Das sollte eigentlich mit 20 Minuten gut hinhauen. So. So, bis dahin. Passt schon. Okay, passt. Und wieder auf Strecke. 3 Minuten noch was. Haben wir noch mal sehen, wie gut das jetzt reicht, das zeitliche. Wenn wir gleich haben. Ob wir da ankommen oder nicht. Hier ist heute nicht nach Arbeiten. Hier ist nicht nach Arbeiten? Na, dann lass es das sein. Da zirpen die Grillen, hört man, ne? Geil, wa? Das ist, was ich so ein bisschen bemängel. Oh, ich konnte auch nicht mal bremsen. 16.000, neuer Rekord. 16.900. Ja, so viel zu den zeitlichen Puffer. Ja, was los? So. Der Zirpen der Grillen hörst du kilometerweit, ja? Aber die Signale, ja? Ich sag mal, Station. So, da vorne haben wir Steineck. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Oh, 1 Minute noch was. Sehr schön. Hm. 21, 22, 23 und go. Jetzt im Ernst hier. Wenn wir schon so einen Zeitpuffer haben, dann möchte ich das auch ein bisschen behalten. Besonders, weil da ein Schlagloch gleich ist. So, Schlagloch haben wir überlistet durch langsames Fahren. Ich muss Samstag arbeiten. Gut. Ja, dafür haben wir das mitgenommen. Ja, irgendein Schlagloch ist immer, ne? Gehen auch einen wirklich auf den Driss. Aber das hört sich gerade sehr gut an, wenn die Autos an einem so vorbeifahren. Das ist äußerst realistisch. Das ist gut getroffen. Ich, hab gestern Shampoo gekauft. Steineck, Kirche. So, dafür haben wir das hier sehr gut gemacht. Danke. 21, 22, 23, go. Ich glaube, der Bus ist draußen so lediert durch den Unfall, dass die gar nicht reinsteigen wollen. Und ich wette, das sieht man gar nicht. So. Oh, das hat sie gemeint. Das hat sie gemeint. Da ist eine Mühle. Nee, ein Windrad, nicht eine Mühle. Ein elektrisches Windrad. Die Stromerzeugung für das Strömling. Der fiese Fisch aus dem Norden. TM, ne? Nächster Halt. Gutshof Reichegger.
Sehr pünktlich, danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Na also. Also, einmal einzeln, einmal Standard, einmal Menge 1. Und der kriegt 2,80 zurück. Danke. 21, 22, 23. Und ab dafür. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Genau, die Wanderstiefelstraße. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh. Nimm mal mit der Ananas, ey. Hoffentlich patchen sie das auch mal raus. Der Spruch ist nicht lustig. Beim ersten Mal leichtes, müdes Lächeln vielleicht. Wird nicht besser, wenn man ihn so oft hört, Leute. Ananas will keiner hören. Wirklich nicht. Das Schlagloch hat jetzt nicht gezählt? Nächster Gesundheit! Wanderstiefelstraße. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Die perfekte Parkposition. Deswegen mal sehen, was sie perfekt sieht. Tschüss. Naja, bei so viel hoffentlich Abstand ist das der Richtige. Bitte eine Fahrkarte haben? Ja, sollst du haben. Einmal Woche, einmal Standard, einmal 1. Kriegt 2 Simulionen zurück. Eine Fahrkarte bitte. Einmal Tag, einmal Standard. Das sind 3,80. Die 5 Cent haben wir irgendwie noch nie verwendet, oder? Haben wir noch nie gemacht. 5 Cent? Haben wir schon mal 5 Cent ausgegeben heute? Könnt mich jetzt nicht daran erinnern. Nächster Halt, Peace Cobble Grange. Endstation. Hat nichts mit der Playstation zu tun. Obwohl, für Konsole soll es dieses Spiel ja wohl auch geben. Hä? Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Jo, echt? Jo. Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Boah, noch ein Schlagloch. Haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Schlaglöcher insgesamt, oder? Können wir ja eine Endabrechnung gleich mal zählen. Och, nö. Und mein Akku ist schon wieder leer. Grange. Endstation. Bitte alle aussteigen. Genau, bitte alle aussteigen. Genau, danke sehr. So, dann gucken wir mal, ob wir hier Müll haben. Haben wir hier Müll? Nee, jetzt gucken wir mal, wie schlecht der Bus von außen aussieht. Wie viel ist denn kaputt? Ja, Schadensmodell gleich 0. Gut. Schauen wir mal rein. Wie viele Schlaglöcher? 4. Okay, 4 Schlaglöcher und diese Kollision. Wir hatten den Blinker angelassen. Gibt es aber trotzdem 4 Sterne. Keine Ahnung, das scheint die Standardwertung zu sein. 4 Sterne. Ja, gut, dann gehen wir mal zu der Karte. Das hat gezählt. So, jetzt machen wir die Strecke B2. Machen wir das hier mal aus. Da, neue Strecke B2. Gehen wir das hier mal alles weg. Machen wir mal B2. Der soll anfangen bei den Fishgrounds. Fishgrounds haben wir. Dann soll als diese Flusspromenade kommen. Die ist hier. Dann soll kommen Radovitschbrücke. Das ist die da. Dann kommt die Sieg-Sowieso-Straße. Die haben wir da. Und dann soll die Römerstraße kommen. Das ist die da. Das Ganze sollen wir dann wieder in Rundfahrmodus fahren. Das heißt, das wird so fahren, dritt, dann wäre ich hier bestimmt eh mal so rumgeführt oder so, eh mal so rumgeführt. Oder wo? Wird ich eh mal so rumgeführt oder sowas. Das heißt, wir müssen ich dann wieder so zurückfahren, dann sind wir wieder da. Das machen wir dann übermorgen. Denke ich mal. Ja, ich denke mal schon, ist so. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.